Hallo, herzlich willkommen bei unserem Webinar zum Thema SAP Security Baseline Template, eine wirklich gute Methode, um SAP-Systeme abzusichern. Mein Name ist Jens Kettler, ich bin bei Focus Labs verantwortlich für das Thema Compliance und Risk. Wir haben verschiedene Produkte, die SAP-Add-ons sind zum Thema SAP-Lizenzmanagement und Optimierung, aber auch zum Thema Berechtigung, Überwachung von Geschäftsprozessen. Und wir haben heute einen Gast und das ist unser guter Freund und Experte zum Thema SAP Security Baseline Template, Alexander Zellner von SmarterSec. Alexander, schön, dass du da bist. Hallo Jens, ja, ich freue mich besonders. Vielen Dank auch für die Einladung. Ja, schön, dass wir uns heute mal dem Thema Sub-Security Baseline Template zusammen ein bisschen genauer widmen, uns das Thema anschauen und hoffentlich auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer einen großen Mehrwert bieten heute. Stell dich kurz vor, dich und deine Firma. Ja, gerne. Alexander Zellner, mein Name. Ich bin Geschäftsführer der SmarterSec GmbH. Wir sind ein Managed Security Service Provider für SAP. Uns gibt es jetzt seit 2,5 Jahren am Markt. Wir hatten die Idee, die Dinge ein bisschen smarter anzugehen im Bereich SAP-Sicherheit und Compliance, als das bisher so der Fall war am Markt, zumindest laut unseren Analysen. Und ja, wir bieten sogenannten 360-Grad-Ansatz, der sowohl Software beinhaltet als auch das Thema Managed Security Service, um eben unseren Kunden ja, die große Last im Bereich Sub-Security abzunehmen und sie eben auch ganzheitlich zu unterstützen, von initialen Analysen über das Thema Monitoring bis tatsächlich auch der Mitigation von Findings. Ja, das ist so unser Alltagsgeschäft. Super, smarte Ansätze sind natürlich perfekt. Vielleicht stellst du uns ein bisschen vor, wie ihr das macht und vor allem, was ist das SAP Security Baseline Template und welche Rolle spielt das aus deiner Sicht bei Kunden? Ja, also wir als SmarterSec, wir betreuen eine ganze Bandbreite von Kunden, sowohl große Konzerne, öffentliche Behörden als auch kleine und mittelständische Kunden. Das war schon immer unser Ansatz, da wir einfach am Markt auch gesehen haben, das Thema fehlende Ressourcen. Fehlendes Know-how ist gerade im Bereich Cybersecurity mit 2 Millionen weltweit offenen Stellen ein brandaktuelles Thema. Und genau in die Nische wollten wir eben auch stoßen, weil wir eben den Bedarf dafür sehen. Oftmals haben kleine mittelständische Unternehmen gar nicht die eigenen Ressourcen, gar nicht das eigene Know-how, um sich tatsächlich der heutigen Bedrohungslage dagegen wappnen zu können. Und das ist eben genau da, wo wir als SmarterSec ansetzen, den Kunden betreuen von initialen Systemanalysen über auch das Thema Prozesse hinweg, bis hin zum klassischen Monitoring von Systemen. Und da ist eben auch das klassische Sub-Security Baseline Template eines unserer Services. Falls sich der Kunde jetzt mal dem Thema SAP-Sicherheit zum ersten Mal nähert, ist mit Sicherheit die Sub-Security Baseline das, wo man sich mal ja, anschauen sollte und die ersten Aktionen auch starten sollte. Super. Template heißt ja, das ist irgendwie ein standardisierter Ansatz. Vielleicht kannst du mal erzählen, warum macht das jetzt Sinn? Also warum braucht man das überhaupt als Kunde? Ja. Ich glaube, das ist die erste Folie hier auch. Und Ja, dann, ganz genau. was Also beinhaltet das überhaupt und wie wird das dann in die Praxis sozusagen umgesetzt? richtig. Ich schließe immer gerne so ein bisschen erstmal den Gesamtkontext und beleuchte so ein bisschen, wie ist denn die aktuelle Lage? Da habe ich jetzt heute mal die Studie vom digitalen Branchenverband Bitkom mitgebracht. Ist für mich persönlich tatsächlich immer eine wertvolle Quelle und vor allem auch ja, eine valide Quelle. Man findet ja alles Mögliche im Internet für Zahlen, aber ich denke, die Bitkom hat da schon eine große Relevanz. Zeigt sich auch dadurch, ich habe vor circa 2 Wochen einen Podcast gehört von Claudia Plattner, der Präsidentin des BSI, die sich ja bei einem Podcast nennt sich Jung und Naiv. Die bringen Wirtschaftsthemen ein bisschen an die jungen Leute heran, was ich ein ganz tolles Format finde. Und da hat eben auch Claudia Plattner über genau diese Studie gesprochen und ein paar Zahlen aufgelegt. Und die habe ich heute mitgebracht, dass wir eigentlich mal uns anschauen, wie hat sich denn in den letzten Jahren auch das Ganze bei uns entwickelt, insbesondere in Deutschland und für die deutsche Wirtschaft. Ich denke, das Thema Cybersecurity sollte jedem bekannt sein, der sich mit Nachrichten beschäftigt. Eine ganz spannende Zahl mit 206 Milliarden Euro sind im Jahr 2023 enorme Wirtschaftsschäden entstanden. Wir befinden uns da zum dritten Jahr in Folge über 200 Milliarden Euro. Also stabilisieren uns da tatsächlich auf einem extrem hohen Niveau, wie ich persönlich finde. Was auch ist, so dieser FIER-Index, kriegt man mit am Markt, steigt natürlich. Hier werden es aufgelegt, 52% der Organisationen fühlen sich tatsächlich bedroht, ja, auch in ihrer Existenz. Das ist natürlich auch klar, wenn man überlegt, was für Daten sich denn tatsächlich in den IT-Systemen, insbesondere natürlich auch in den SAP-Systemen befinden.
Wir reden da gern so von den Kronjuwelen, ja, an Daten, aber auch natürlich produzierende Unternehmen spielen da eine enorme Rolle. Wenn man überlegt, ja, Automobilbauer, bei denen das Band auf einem SAP-System läuft, was da für Schäden entstehen können, kann man sich natürlich ausrechnen. Genau. Und dann neue Trends, du hast es ja hier auch, Russland, China, also ich glaube, offensichtliche Sachen. Also ich glaube, vielleicht gucken wir mal rein, was kann man denn jetzt tun als Kunde, wenn man diesen Risiken ausgesetzt ist? Ja, klar. Das ist natürlich, es gibt mehrere Ebenen, die da abzudecken sind. Wenn wir uns jetzt mal die klassische IT-Infrastruktur anschauen, ist das natürlich eine Ebene. Wir sind jetzt heute für das Thema SAP hier, was natürlich da eine ganz besondere Brisanz bietet, weil, wie schon erwähnt, extrem wertvolle Daten sich darin befinden. Für mich ist immer auch noch so wichtig, wie kann ich mich denn oder wie finde ich denn überhaupt raus, das, was in meinem System passiert. Und da ist es eben so, der Lebenszyklus von Datenschutzverletzungen, die Quelle kommt tatsächlich auch von IBM, die einfach die Statistik besagt, allein 212 Tage dauert es in der Regel, um erstmal überhaupt zu bemerken, dass was in meinem System passiert ist. Ja. Weitere 75, um das zu beheben, sodass wir ja bei 287 Tagen im Durchschnitt sind. Und das finde ich, ist schon eine gewaltige Zeitspanne. Man sieht hier unten auch ein bisschen genauer, wenn das Ganze am 1. Januar passiert, also mal plakativ dargestellt, ist am 14. Oktober die Sache auch erst behoben. Und dieser Zeitraum ist natürlich enorm. Und für mich als Geschäftsführer ist es klar, sowas ist nicht zu akzeptieren. Deswegen haben wir natürlich auch persönlich für unsere SAP-Systeme und IT-Infrastruktur ein richtiges Monitoring eingeführt, dass uns eben solche Sachen nicht passieren. Ja, super. Genau. Das Subsecurity Baseline Template, was ist es denn überhaupt? Vielleicht damit mal anzufangen. Also es ist eine klassische Vorschrift, die von der SAP kommt, was auch alle SAP-Kunden tatsächlich umsetzen müssen. Und zwar, was sie umsetzen müssen, ein Mindestmaß an Sicherheit. Und da fallen mir ein paar Best Practices rein. Und ich sehe das immer so als klassischen Startpunkt. Wenn du da deine Hausaufgaben nicht erledigt hast, brauchst du dich gar nicht anderen Themen erstmal zu widmen. Denn das ist, wie gesagt, wie auch hier so plakativ dargestellt, die Startlinie tatsächlich, um mal eine Baseline aufzusetzen, eine Grundabsicherung sicherzustellen für meine Systeme, um dann eben auch sukzessive, spezifisch für jedes Unternehmen natürlich auch individuell weitere Sicherheitsmaßnahmen entsprechend implementieren. Ja, und ohne dass das demotivierend sein soll, es gibt eine Startlinie, aber eigentlich gibt es ja keine Ziellinie bei der Sicherheit. Das ist richtig, ja. Ich glaube, wir sind uns alle einig, das Thema 100-prozentige Absicherung wird es nicht geben. Das Ziel ist natürlich immer, so wie wir das gerne darstellen, das den Angreifern so schwer wie möglich zu machen, dass sie die Lust verlieren und zum nächsten gehen. Das sollte eigentlich immer das Ziel sein am Ende des Tages. Sehr gut. Ja. Genau. Was für Themen sind denn so abgedeckt oder wo kriege ich überhaupt dieses Template her? Ja, also das Template, das kostet erstmal nichts, es ist umsonst. Man kann das Ganze im SAP-Support-Portal runterladen, den Link habe ich hier in die Folie mal mit reingepackt. Und letztendlich bekommt man ein ZIP-File, was man runterladen kann. Man sieht es hier ein bisschen rechts dargestellt. Da sind zum einen die Templates drin als PDF-Version, auch die verschiedenen Versionstypen. Wir sind aktuell bei der Version 2.4.1, das ist das aktuellste, was vorhanden ist. Kriegt das Ganze natürlich auch als Word-Template ausgeliefert, um das ein bisschen für sich anzupassen oder auch in seine eigenen internen Richtlinien mit zu übernehmen. Und was ich ganz spannend finde, denn keiner will Sachen heutzutage mehr manuell machen. Automatisierung ist, glaube ich, the way to go. Und da bietet SAP eben mit der Auslieferung eine Möglichkeit, sogenannte Template in die Configuration Validation mit hochzuladen. Also auch eine Anwendung von SAP, mit dem man ja die Konfiguration von Systemen entsprechend überprüfen kann. Seit neuestem auch jetzt mit dem neuen Template kam auch die Auslieferung für SAP Focused Run, weiteres SAP-Tool zur Analyse, was eingesetzt werden kann. Und da gibt es eben das Ganze auch auf GitHub entsprechend zum Download und dann zum Upload in SAP Focused Run. Also ganz wichtig, Configuration Validation ist ja eine Funktion im Solution Manager, mit dem ich sozusagen automatisiert verschiedene Konfigurationen in meiner Systemlandschaft überwachen kann. Und als ein Beispiel die Security-Konfiguration. Ne? Ja, danke dafür. Danke für die Ergänzung. Absolut richtig. Auch da Standardauslieferung, Configuration Validation, muss man mit Sicherheit das ein oder andere an Aufwand reinstecken, um das Ganze auch erstmal sauber zum Laufen zu bekommen. Da ist die Frage, will man sich das Ganze die Mühe geben für einen SAP Security Baseline Template? Ja, das ist natürlich dann individuell zu diskutieren.
Um uns mal den gesamten Aufbau tatsächlich anzuschauen, das Baseline-Template richtet sich nach der sogenannten Sub-Secure Operations Map. Jeder, der sich mit Sicherheit schon mal befasst hat im SAP-Umfeld, kennt diese Map sicherlich. Für alle, die sie nicht kennen, SAP hat das Ganze in sogenannte 5 Layers eingeteilt. Ganz unten, unterste Ebene, das ist der Bereich Environment. Da gibt es auch tatsächlich keine Empfehlungen von SAP, sondern hier ist es wichtig, dass die SAP sagt, ihr habt eure IT-Landschaft entsprechend abzusichern, da wo eure SAP-Systeme tatsächlich stehen. Also dieses komplette Environment, wie die Network Security, die Datenbank etc., das Betriebssystem, das sind alles Themen, um die sich der Kunde erstmal selbst kümmern muss. SAP bezieht sich hier tatsächlich auf die SAP-Systeme itself. Mhm. Ja, und da gibt es eben ja, wie gesagt, die verschiedenen Layers. Der Systemlayer, können wir vielleicht nochmal eine Folie ganz kurz zurück an der Stelle. Das Systemlayer ist natürlich Security Hardening, spricht so ein bisschen die Profilparameter an. Secure SAP Code geht es um, ja, auch das Thema Patchen, was wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer angucken. Ja, wir brauchen nicht die einzelnen Layer einzeln alle durchgehen. Ich denke, es gibt hier einen guten Überblick, wo man sieht, man muss also nicht nur im Bereich System oder Applikation sich darum kümmern, sondern auch auf Prozessebene tatsächlich, wo ja ihr auch einen ganz großen Beitrag dazu leistet an der Stelle und auch unterstützen könnt, sowie das Thema Organisation, auch die Awareness schaffen in einem Unternehmen. Und da bieten sich dann solche, oder da reden wir über die einfachsten Methoden, ja, wie man sich eben gegen Spamming, gegen Scams absichert, ja, die in Organisationen umgehen. Da gibt es viele Varianten, die damit reinspielen. Genau, und das ist eigentlich, bildet eine, denke ich, eine wichtige erste Map ab, auf die man sich konzentrieren sollte. Ich denke auch, es ist ein guter Einstiegspunkt. Ich meine, die Punkte sind recht generisch. Ja. Sie sind mit Inhalten ausgefüllt auf der Systemebene von SAP sozusagen. Aber die Map gibt es, glaube ich, seit über 20 Jahren und die Langlebigkeit rührt auch so ein bisschen daher, dass es halt generisch ist, dass sich die einzelnen Inhalte natürlich immer wieder ändern können. Mhm. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es ein gutes Modell für jeden, der ein Security-Konzept erarbeiten will oder auch von der anderen Seite für einen Auditor, sagen wir mal, der was testen will, der kann im Prinzip hier Kasten für Kasten vorgehen und die entsprechenden Programme, Audit-Programme sich dann daran vielleicht erarbeiten. Und eigentlich ist die wahrscheinlich zwar generisch, aber ziemlich vollständig, ne? Ja, genau. Natürlich wünsche ich mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen mehr Beschreibung. Also gerade dieses Thema Security, Monitoring und Forensics ist vom Kapitel her auch ausgespart worden an der Stelle. Doch für mich ist natürlich das Thema Security, Monitoring aus unserer alltäglichen Sicht einfach essentiell, dass der Kunde sich auch darum kümmert. Um eben, wie gesagt, wenn wir uns dann die vorherigen Folien wieder hochholen, um eben keine 287 Tage zu verbringen, genau, bis ich was behoben habe. Ja. Genau. Und du hast ein paar Beispiele mitgebracht, ne, was da alles drinsteht. Ja, einfach um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein bisschen zu zeigen, was steht denn tatsächlich in dem Security Baseline Template drin. Ich habe jetzt hier den Application Layer, den Bereich User und Identity Management mit rausgenommen, weil ja, ich denke, das ist auch immer ein wichtiger Ansatzpunkt. Insbesondere das Thema die Standard-User, auch klassisches Beispiel, der SAP-Stern oder der Dedic, ja, kriegt man natürlich eine entsprechende Beschreibung. Der User muss in allen Clients existieren, muss aber gelockt sein. Man kriegt sogar ganz unten die einzelnen Profilparameter, Login, No Automatic User, SAP-Star, muss auf 1 gesetzt werden. Also man kriegt dann schon die technische Beschreibung auch mit einer Bewertung, wie kritisch das Ganze ist. Ist es Standard, ist es doch critical? Und wenn wir uns jetzt mal so das Thema Standard-User ein bisschen genauer anguckt, SAP liefert Standard-User mit Standard-Passwort entsprechend aus, muss ja auch entsprechend so sein. Die erste Maßnahme sollte natürlich sein, sich um diese Standard-User zu kümmern, denn Standard-User-Passwörter sind frei im Internet zugänglich. Man kann auch ganz einfach durch eine klassische In-URL-Suche herausfinden, welche SAP-Systeme sind denn im Netz, wo könnte ich mich denn mal ausprobieren, ja. Und wir reden hier jetzt noch über keine Organisation, die irgendwie einen krassen Cyberangriff plant, sondern das kann jeder Schüler tatsächlich machen. Gibt es Anleitungen im Internet dazu. Also da braucht man jetzt kein Spezialist sein, um mal erste Maßnahmen zu starten tatsächlich. Wenn man kriminelle Energie hat, was man natürlich nicht haben sollte. Weil man dann gegen uns steht tatsächlich. Genau. Ja, ein zweiter Punkt, auf der mir auch immer persönlich wichtig ist, das Thema Secure SAP Code, also sicherer SAP Standard Code, der ausgeliefert wird. Die SAP hat da ja mit dem Sub-Security Patch Day, jeden zweiten Dienstag im Monat, Jens, ich denke, ist alles bekannt,
die neuesten Security-Patches, die sie regelmäßig rausbringen, sowohl für ABAP, Java, HANA-Systeme, ist es jetzt hier entsprechend aufgeführt, dass es eben notwendig ist, regelmäßige Sicherheitspatches einzuspielen und die ganzen auch zeitnah, natürlich auch für eine SAP-GUI. BTP kam neu dazu, was mich ein bisschen wundert, dass es nur mit Standard dekliniert worden ist, denn hier werden ja die Cloud-Konnektoren auch angesprochen, über die ja die ganze Kommunikation läuft. Aus unserer Sicht ein extrem kritisches Thema. Wir haben darüber Blogbeiträge schon entsprechend veröffentlicht. Wer Interesse hat, sich ein bisschen genauer damit befassen will, findet es auf unserer Homepage oder auf unserem YouTube-Kanal entsprechend auch dann vertont. Smartersec.com, genau richtig. Sehr gut. Alle relevanten Informationen zu uns findet man dort. Danke. Ja, und gerade das Thema Code ist bei unseren Kunden auch immer wieder im Bereich Security Patches eins der Hauptproblemzonen. Es gibt für mich immer noch unerklärliche, sehr viele Unternehmen, die keinen Security Patch Prozess in place haben. Warum ist es so wichtig? Alle Informationen sind öffentlich zugänglich von SAP. Ich weiß ganz genau als Angreifer, welche Schwachstellen wurden denn gefixt. Welche kann ich denn noch ausnutzen in den Systemen von ungepatchten Systemen? Also wir bieten da auch, bieten sich einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten. Auch wir haben recherchiert und wir wissen, dass 2 bis 3 Tage später im Darknet entsprechende Tools zu finden sind, die eben genau spezielle Security-Patches adressieren oder Schwachstellen adressieren, die nicht gepatcht sind. Also ich meine, ist ein bisschen vielleicht auch, ich finde es, glaube ich, einen guten Ansatz, bin da nicht der Experte vielleicht für, aber ist ja letzten Endes der SAP Security Patch Day ja sowas wie der Startschuss für Zero-Day-Exploits, wo dann sehr schnell im Prinzip Schwachstellen auch beschrieben wird, wie man die ausnutzt. Und dann ist es ja im Prinzip ein Wettrennen, ne, zwischen, wie schnell kann ich mein System patchen und wann nutzt es der erste Böse aus? Ja? Das ist richtig, ja. Genau, das ist dieses klassische Wettrennen, die Guten gegen die Bösen sozusagen. Ja. Ja. Und ja, da ist es eben schön, wenn es Organisationen gibt, die sich tagtäglich mit den Themen beschäftigen, wenn man sich einfach einen Partner sucht, der da am Zahn der Zeit ist, der einfach Subsecurity lebt, so wie wir entsprechend. Wir wissen, was für neue Zero Days rauskommen. Ja? Manchmal auch vor Veröffentlichung von anderen. Also wir sind welche, die unsere Kunden da natürlich entsprechend beraten und informieren, weil das natürlich ein enorm wichtiger Punkt ist an der Stelle. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, und das hast du noch gar nicht so richtig hervorgehoben, glaube ich, aber Automatisierung spielt natürlich eine Riesenrolle. Du hast vorhin diese Templates gezeigt, nämlich die PDF-Dokumente, die die SAP da liefert. Damit kann man jetzt erstmal, sagen wir, nicht wenig anfangen, aber es ist viel Arbeit, die alle umzusetzen, wenn man die lesen muss und dann in Systeme gehen muss und so weiter und da was einstellen. Und ich glaube, der große Vorteil von eurer Plattform, die ihr habt, ist, dass all diese Dinge automatisiert sind, ja, und damit Geschwindigkeit natürlich automatisch erzielt wird, oder? Ja, das ist richtig. Also wir haben es ja vorhin ein bisschen angesprochen, wenn man mal ein paar Profilparameter prüft, das kann man gerne noch manuell machen im Bereich des Security Baseline Templates. Das kriegt man manuell noch hin. Ja, wenn man jetzt aber sagt, man möchte sowas kontinuierlich machen, ja, weil Konfiguration zum Beispiel ist ja dynamisch. Dinge ändern sich. Es entsteht neuer Code, ja, also Systeme leben ja, es ist ja nicht, dass der Stand heute derselbe ist, der Stand morgen. Und da ist es eben wichtig, aus unserer Sicht, ohne Automatisierung ist das gar nicht mehr möglich. Also wie viele 100 Profilparameter gibt es, die tatsächlich sicherheitsrelevant sind, die man setzen muss. Das Ganze ist manuell aus meiner Sicht nicht mehr machbar, beziehungsweise auch niemand zumutbar. Denn wer möchte denn gerne den ganzen Tag Profilparameter durchprüfen? Ja? Also das ist ja auch sowas, die Arbeit muss ja weiterhin auch attraktiv und fordernd bleiben für denjenigen. Und da spielt eben Automatisierung eine große Rolle, denn wir automatisieren unsere Prüfungen und unsere Monitoring so viel wie möglich, um all diese händischen Arbeiten entsprechend unseren Kunden abzunehmen. Genau, also sehr, sehr viele Prüfpunkte, Hunderte, Tausende, weiß ich nicht, in einer Landschaft, das heißt multipliziert mit der Anzahl der Systeme, das möchte man in Echtzeit haben, das geht nur in der Automatisierung und das ist genau das, was ihr ja den Kunden zur Verfügung stellt, dass ihr diese sehr, sehr große Anzahl an Prüfpunkten kontinuierlich überwacht. Genau, ja, man kann ja auch mal das Thema Code an dem Beispiel jetzt mal hochnehmen, also eigenentwickelter ABAP-Code, gewachsenes ABAP-System, man sagt durchschnittlich 3 Millionen Zeilen eigener Code, geschriebener Code, wer soll das manuell prüfen, ja, und dann muss man natürlich auch das Thema die menschliche Fehlerquote noch mit einberechnen, die du einfach bei der Automatisierung nicht hast, wenn alles sauber aufgesetzt ist. Sehr gut. Und die Kosten. Und die Kosten natürlich, das ist richtig, ja. Richtig. Genau. Ja, vielleicht so die Frage, ist denn das Ganze genug, das Subsecurity Baseline Template?
Vielleicht kam es schon ein bisschen aus meinen Gestiken heraus. Ich glaube nicht. Oder ich bin mir sicher, dass nicht. Deswegen ist es ja auch eine Baseline in Anführungszeichen nur. Es gibt durchaus weitere Standards, auf die ich nochmal hinweisen will, die man berücksichtigen sollte, um einfach ja ein bisschen up-to-date zu sein mit der Security, sich auch zu wappnen der heutigen Angriffsmethoden, die es tatsächlich gibt. Und da rede ich nicht nur von externer Seite, sondern auch von interner Seite. Analysen haben gezeigt, circa 60-70% der Angriffe finden von intern statt. Ja, und da geht es eben auch darum, sich auch intern entsprechend abzusichern. Und da gibt es eben weitere Industriestandards, die Best Practices am Markt sind, vorrangig der DSAG-Prüfleitfaden, auch das BSI, der IT-Grundschutz, spielt da eine große Rolle mit, der einige Anforderungen bzw. Recommendations auch gibt. Ja, NetWeaver Security Guide ist ein weiterer oder eben auch die Datenschutzgrundverordnung. Und Datenschutzgrundverordnung ist für uns auch ein wichtiges Thema, weshalb wir das mit in unsere Plattform gebracht haben. Denn auch da können natürlich enorme Strafen auf Unternehmen zukommen. Und oftmals haben Unternehmen gar keine Visibilität, welche Daten in mein System erfüllen denn beispielsweise die Aufbewahrungsfristen. Welche habe ich denn zu lang gespeichert? Und das ist eben auch was wir automatisiert entsprechend prüfen für unsere Kunden. Ja, und gerade bei Datenschutz hat man natürlich ein noch höheres Reputationsrisiko als bei vielen anderen Dingen. Wenn Geld verloren geht, kann ein Unternehmen das im Prinzip noch unter den Teppich kehren. Da muss man, das muss man nicht öffentlich machen. Aber wenn Kundendaten beispielsweise verloren gehen, dann habe ich ja natürlich eine Mitteilungspflicht sogar. Und das Thema ist wesentlich mehr sichtbar als viele andere Dinge, die passieren können. Ja, genau. Und die Strafen nehmen zu. Genau. Ja, du hast schon gefragt, ist das ausreichend? Also du hast es ja beantwortet, ausreichend ist es nicht. Du hast die Startlinie, so jetzt sind wir die ersten 50 Meter gerannt und danach kann man natürlich weitere Risikoanalysen durchführen in Systemen und gucken, was man noch absichern muss. Interne Bedrohungen gibt es ja auch auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist, ich glaube, was die SAP Security Baseline ganz gut macht, ist sozusagen dieser Cyber Security Aspekt, also die Bösen draußen von den eigentlich eher guten Mitarbeitern drin zu trennen. Das ist hier in diesem Bild die Burg, der Burggraben und die Mauern, ja, dass niemand reinkommt. Aber wir haben natürlich auf der einen Seite komplexe Landschaften, wir haben auch Verbindungen in andere Unternehmen hinein oder auf andere Plattformen hinein und wir haben natürlich viele Mitarbeiter in einem komplexen Unternehmensnetzwerk, sodass man nicht sagen kann, innerhalb der Burg ist alles sicher. Sondern, was sich ja auch zeigt, du hast schon Insider-Risiken angesprochen, das kann sowohl sein, dass ein Mitarbeiter, der schon mal Zugang zumindest zum Unternehmensnetzwerk hat, sich in ein SAP-System einhacken möchte. Es kann aber auch sein, dass ein Mitarbeiter aus einer Fachabteilung, der schon SAP-Zugang hat, diese Berechtigungen und diese Zugänge, die er hat, ausnutzt. Und da haben wir die nächste Folie, die Folgen davon ein bisschen zeigt. Betrugsfälle führen zu erheblichen Verlusten in Unternehmen. Gibt da verschiedene Quellen, die sagen, die Verluste sind irgendwo zwischen 1-5% des Umsatzes gehen durch Betrug verloren. Und in vielen Fällen, in den allermeisten sogar, sind Insider involviert, weil Insider den Vorteil haben, die müssen nicht diesen Burggraben und die Mauer erst überwinden. Die sind schon drin, die kennen die Prozesse, die haben Zugänge. Und manchmal haben sie vielleicht sogar auch Motivation, dieser disgruntled Employee. Ja. Und auch hier sehen wir, du hattest vorhin die Folie, es dauert sehr lange, um Cyberangriffe zu entdecken und dann die Lücken zu schließen und da aufzuräumen. Genauso bei Betrugsfällen, die häufig auch viel zu spät entdeckt werden. Und teilweise, weil ein Monitoring fehlt und den Begriff oder die Wichtigkeit des Monitorings hattest du ja vorhin auch schon angesprochen. So, und in gewisser Weise ist das eine etwas neue Dimension. Also viele sprechen über Cyber Security und so ein bisschen vereinfacht ist es ja sozusagen, die Bösen draußen von den Guten drinnen zu unterscheiden. Aber die Guten drinnen ist halt auch leider nicht immer der Fall. Sind nicht immer gut, die Guten drin, ja. Die sind auch manchmal böse, ja. Naja, und letzten Endes gehen wir da so ein bisschen einen Schritt weiter, ne? Und das setzt so ein bisschen das, was ihr macht, fort. Wenn wir auf der nächsten Linie gucken, wir haben Geschäftsprozesse und hier ist ein Beispiel dargestellt, der Einkauf. Und wir haben natürlich Mitarbeiter, die haben Berechtigungen, Lieferanten anzulegen und Bestellungen anzulegen und die geben Rechnungen ein etc. Und das ist ja auch ganz normal deren Aufgabe. Das heißt, hier hilft nicht ein Drin- und Draußen-Trennen oder hier helfen nicht mehr Berechtigungen, dass die Mitarbeiter, die diese Funktion normalerweise ausführen, nicht vielleicht Fehler machen auf der einen Seite. Und das ist wahrscheinlich, wo sogar mehr Geld verloren geht und wo mehr passiert als durch Betrug.
So, und in diesem gesamten Prozess, und der ist jetzt hier sehr vereinfacht natürlich dargestellt und es sind auch nur sehr exemplarisch ein paar Risiken oder ein paar Kontrollen hier abgebildet. Das fängt ja an beim Sourcing, also ich muss einen Lieferanten auswählen, dann boarde ich den an, dann habe ich Contract Management und dann komme ich zu einer Bestellung und dieser Prozess, der ist hier dargestellt. Und da gibt es an verschiedenen Punkten natürlich kritische Dinge, die passieren können, wo Fehler auch passieren können. Und auch diese Punkte müssen durch Kontrollen überwacht werden. Und das sind jetzt das nennt man auch so interne Kontrollen, also wo die internen Abläufe, die eigentlich genauso wie die IT-Security das vorsieht, ablaufen. Aber auch hier muss man natürlich Dinge überwachen. Ja, und das ist genau sozusagen die Fortschreibung des Ansatzes, den ihr mit der Automatisierung des SAP Security Baseline Templates habt, wo wir sagen, okay, wir haben eine große Bibliothek von Kontrollen, die diese Geschäftsprozesse überwacht, in Ergänzung zu den IT-Security General Controls oder den allgemeinen IT-Kontrollen, die sozusagen im Bereich des SAP-Systems sind, ne, auf der Konfigurations- oder auf der Software-Ebene. Und ich glaube, das sind die beiden Dinge, ich weiß nicht, zwei Dimensionen oder so, die sich sozusagen ergänzen und wo es notwendig ist, dass man halt alle diese Aspekte berücksichtigt, weil es keinen Sinn macht, wenn man in der dreidimensionalen Welt sich nur einen Kreis anguckt, sondern man muss die ganze Kugel betrachten, aus der das Ganze besteht. Und ja, da bin ich bei dir, Jens. Also insbesondere der Bereich der Geschäftsprozesse, wo ihr natürlich eine sehr, sehr starke Expertise habt, ist einfach auch ein extrem wichtiger Layer mit zu betrachten. Ja, sagen wir jetzt mal, neben der Grundabsicherung durch SmarterSec ist natürlich damit Fokus im Bereich der Geschäftsprozesse, denke ich, einer der idealen Partner auch am Markt gefunden worden, sodass wir eben auch unser Angebot entsprechend zusammen nach draußen bringen können. Und ich denke, dass das einfach für den Kunden ein gesamtheitliches Bild gibt, um sich dem Thema tatsächlich auch mehr als zu nähern, möchte ich jetzt mal sagen. Genau, kurze Zusammenfassung, vielleicht auch nochmal die Punkte auf der nächsten Seite. Also ich hoffe, das ist sozusagen vielleicht hier nochmal in anderer Sichtweise. Also die Überwachung von Geschäftsprozessen zerfällt natürlich in verschiedene Teile. Ich hatte eben den Einkauf genommen. Das haben wir hier oben, Kostenreduzierung im Einkauf wesentlichen. Aber wir haben natürlich auch Kontrollen, um die Umsatzseite abzusichern oder die HR- und Payroll-Seite. Geschäftspartner-Screening, wir hatten das gerade, Sourcing, dass man die überwacht. Und so gibt es halt verschiedene Module. Das ist so ähnlich wie die Solution-Map für Geschäftsprozesse dann sozusagen, wo wir ein bisschen eine Ebene weiter reinzoomen. Aber um das, was wir jetzt gesagt haben, auf der nächsten Folie vielleicht zum Abschluss zu bringen. Also es geht darum, dass sowohl also beide Lösungen sich ergänzen, auf der Seite der Systeme und der Geschäftsprozesse. Wir haben eine Automatisierung, wo wir eine große Bibliothek von Kontrollen haben, aus verschiedenen Quellen, wo Best Practices in eine Software, die automatisiert diese Dinge überwacht, umgesetzt wird. Mhm. Und durch die Automatisierung haben wir halt die Möglichkeit, diese langen Zeiten, bis etwas entdeckt wird. Du hattest vorhin ein Dreivierteljahr im Wesentlichen, kann länger dauern oder so. Wo diese Zeiten verkürzt werden und man dadurch ein höheres Schutzniveau hat, um seine Assets letzten Endes im SAP-System zu schützen. Und durch die Automatisierung ist das Ganze kostengünstig und vielleicht ein Thema, in das wir auch nochmal reingucken können. Wir liefern halt auch messbare Ergebnisse. Also es ist nicht so, dass man nicht weiß, was man nachher erreicht hat, sondern wir können ganz klar über Dashboards halt auch beide darstellen, was das Delta ist zwischen vorher und nachher. Genau. Und dann auch das Thema Nachhaltigkeit. Ne? Also wir haben es ja gesagt, Automatisierung, es hilft nichts, das Ganze einmalig zu machen. Natürlich ist es eine Status-Quo-Aufnahme zum jetzigen Zeitpunkt. Wie gesagt, aber Systeme sind dynamisch. Was heute ist, kann morgen ganz anders sein. Wir haben das Thema Insider-Informationen gehabt. Wie gesagt, es gibt immer unzufriedene Mitarbeiter in Unternehmen, insbesondere in großen Organisationen. Das muss man einfach realistisch sehen. Nicht jeder hat gute Intentionen immer. Und ich denke, dass wir da einfach zusammen für die Kunden draußen tatsächlich ein super gemeinsames Angebot liefern, der eben all die Themen, die wir jetzt besprochen haben, abdeckt und dem Kunden da auch vertrauenswürdige Partner an die Seite stellt, die ihn langfristig unterstützen. Was, glaube ich, auch. Und vor allem einfach umsetzbar und effektiv. Ne? Genau. Und man kann die Ergebnisse auch direkt sehen. Ne? Ja. Vielleicht kommen wir einfach zu Fragen und Antworten. Ich habe gesehen, ein paar gab es. Und da sehen wir uns jetzt in der QA-Session wieder. Ja, freue ich mich. Danke. Danke euch beiden. Ich quetsche noch mal ganz kurz rein. Stefan hier aus dem Background, der Ösi, der im Hintergrund operiert sozusagen.
Wenn ihr Fragen habt, dann geht das natürlich direkt über die Verlinkung mit Alexander und mit Jens via LinkedIn, falls euch das sympathisch ist. Ansonsten gerne labs@focuslabs.com. Beide Homepages sind natürlich gerne besuchbar und nutzbar. Wenn wir uns jetzt hier die Focus anschauen, findet ihr zum Produkt RAMQ hier unter Products unterschiedliche Dinge vom Erklärungsvideo, das ein bisschen einen Überblick liefert, bis hin zu Details in White Paper, unterschiedlichen Blogs, unterschiedlichen Themen, je nach gerade sozusagen Informations- und Tiefenbedarf. Und das Gleiche bei SmarterSec. Vielleicht von dir, Alexander, noch ein bisschen die Navi, was man hier findet, wie man am besten ins Thema Sicherheit, Security einsteigt. Ja, also wir haben natürlich einen regelmäßigen Blog, den wir unseren Interessenten zur Verfügung stellen, wo wir auch Informationen teilen. Da geht es natürlich zum einen unsere eigenen Produkte, aber auch aktuelle Themen wie einen SAP Cloud Connector, eine SAP BTP. Wir werden dem Kunden all die Informationen, die wir haben, natürlich immer gerne zur Verfügung stellen, denn unser Ansinnen ist immer, Information Sharing zu betreiben tatsächlich. Top, Information Sharing auf interaktiver Basis, gleich in ein paar Sekunden. Bitte nutzt gerne die Chat-Funktion und wir sehen uns gleich, würde ich mal sagen. Willkommen zusammen. Auf der anderen Seite der Session sozusagen Questions and Answers. Und wir haben uns überlegt, bevor wir uns auf die Fragen stürzen, hätten wir gerne ein bisschen einen Überblick darüber, wo wir insgesamt, also für jedes Unternehmen, jeder, der hier zu Gast ist heute beim Thema Cybersecurity Baseline, sprich bei Risikoanalysen und kontinuierlicher Sicherheitsüberwachung steht. Das ist eine kleine Umfrage. Die ist anonym, das heißt kein Compliance-Thema. Freue mich, wenn ihr da mitmacht. Das sind Yes, No. Fragen, wo wir ein bisschen schauen, wo jeder steht, was das Thema betrifft. Ich schicke mal gleich mal die erste Frage raus. So, und starte kurz. Hat das Thema SAP Security Priorität in Ihrem Unternehmen? Ja oder nein? Ich lasse das mal 5, 6 Sekunden offen. Da hoffe ich natürlich auf viele Ja's tatsächlich. Da bauen wir drauf, da hofft man drauf. Was ist deine Erfahrung sonst, Alexander? Also so im Sinne von, haben die Leute das am Schirm? Ist das etwas, was lästig ist und eher wie nebenbei, wie so eine Art etwas zu Erledigendes betrachtet wird oder gibt es da Leidenschaft dahinter? Wir sind auf einem guten Weg, würde ich tatsächlich sagen. Also das Thema nimmt mehr und mehr zu. Ich hatte das Gefühl, das wäre vor 10 Jahren schon aktuell gewesen, als ich angefangen habe. Doch tatsächlich habe ich jetzt gemerkt, wirklich in den letzten 2 bis 3 Jahren nimmt das Thema mehr und mehr Fahrt auf. Ich glaube, das deckt sich jetzt mit deinem Eindruck. Ich spiele mal die Ergebnisse ein, ganz kurz. 71% sagen ja, 29 sagen nein, noch nicht. Oder sie haben vielleicht Glück gehabt oder noch keine schlechte Erfahrung gehabt mit dem Thema. Mhm. Das ist so wie mit dem Einbruch. Ne? Man fängt erst an, über die Tür nachzudenken, sage ich jetzt mal ganz salopp. Ja, richtig. So, ich gehe mal zur nächsten Frage. Haben Sie bereits alle Sicherheitsmaßnahmen aus der SAP Security Baseline umgesetzt? Da habe ich dich noch im Ohr, Alexander, wo du sagst, kommt ja auch darauf an, ob man weiß, was da überhaupt drinnen ist. Das stimmt. Also wir haben ja jetzt heute leider nicht alle Themen ansprechen können, tatsächlich im Detail, was die Baseline betrifft. Aber wir haben ja auch die Links parat gegeben, sodass sich jeder das im Nachgang selbst mal ein bisschen genauer anschauen kann. Wie gesagt, das ist ein Must-Do an der Stelle. Von daher hoffe ich natürlich, dass viele Unternehmen da jetzt bereits oder viele Teilnehmer sich dem Baseline-Template gewidmet haben und auch die Maßnahmen entsprechend umgesetzt haben. Ich glaube, die Antworten werden dich überraschen. Vielleicht passt das auch so ein bisschen als Orientierung für die Leute. Das ist, wir bewegen uns hier in einem Antwortbereich von ca. 50 Menschen. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt repräsentativ, aber man kriegt ein bisschen ein Gefühl dafür, was passiert. Ich schließe einmal die Umfrage und blende die Ergebnisse ein, die ich, großes Wort, ein bisschen schockierend finde als solches. Oh, okay. Das ist ja, 13 zu 88, vielleicht ist ja was zu tun. Okay, natürlich jetzt mal relevant zu fragen, haben Sie sich dem Thema Baseline-Template nicht gewidmet, sondern sind vielleicht auch direkt auf andere Industriestandards oder haben sich vielleicht fokussiert, die ein bisschen mehr Inhalte auch noch liefern? Das kann natürlich auch der Fall sein. Ja. Das wäre sozusagen nachzuverfolgen oder zu klären. 2 haben wir noch. Ich spiele die gleich mal ein hier. Steht Cybersecurity auf der Liste der umzusetzenden Themen
für 2024 eine Prioritätenfrage sozusagen. Die Liste wahrscheinlich unser aller Prios ist ewig lang. Und die Frage ist, was wird zuerst gemacht und was fällt hinten raus? So, ich sehe, da wird noch gedrückt. Ich schließe in circa 3 Sekunden und dann schauen wir uns an, wo wir hier gemeinsam stehen. Ah, das passt de facto als Fortsetzung der vorigen Frage ganz gut, hätte ich jetzt einmal gesagt. 75% sagen ja, so nach dem Motto, es ist höchste Zeit. Ja, das trifft so ein bisschen, was ich vorhin erwähnt habe, die Währung der Den Trend Zunahme. meinst du? Ja. Genau. Okay, und hier haben wir zu einer Multiple Choice. Also Multiple Choice ist es nicht, es sind mehrere Antworten möglich, so muss man sagen. Führen Sie bereits Risikoanalysen oder eine kontinuierliche Sicherheitsüberwachung für Ihr Subsystem durch? Ja, aber nur Risikoanalysen. Ja, aber nur kontinuierliche Sicherheitsüberwachung. Ich mache natürlich beides. Oder nein, weder noch. Jetzt hier, das finde ich spannend, das so aufzusplitten. Das war eine gute Idee, Alex. Ja, So, wobei ich mich jetzt ja, hier. ich halte mich diesmal zurück. Ich war ja mit meiner Einschätzung beim heutmorgigen Webinar in Englisch schon falsch gelegen. Von daher warte ich jetzt eine ganz berechtigte Frage ab. Ja. Ich sagte jetzt, du sagst, also euer Spruch ist doch, ihr beide seid, da sind wir uns, glaube ich, einig. Zahlen lügen nicht. Ne? Ich habe auch immer so eine Ahnung, von der ich glaube, dass ich total im Trend bin und dann kommt es dicke um die Ecke. So, ich schließe die Umfrage in 3 Sekunden. Ah ja, da setze ich tatsächlich fein die Waage. So, ich spiele mal ein. Schau dir das mal an, das Ja, passt doch eher zu wieder. dem, was du angenommen hast, ne? Genau, das war ja so heute Morgen meine Annahme. Heute Morgen die internationalen Zuhörerinnen und Zuhörer haben sich ein bisschen anders entschieden. Die haben die kontinuierlichen Sicherheitsüberwachungen, glaube ich, mit 60% bewertet gehabt, die da schon aktiv Ja, sind. Wahnsinn. Also hier Risikoanalysen zu 50, kontinuierliche Sicherheitsüberwachung zu 25. Ich mache beides. Macht ein Viertel und nein, wieder noch. Also niemand hat hier die Tür sperrangelweit offen gelassen. Das ist mal nicht so schlecht. Ja, Okay, das das ist ist eine was, kleine Orientierung für was dich. rauskommen kann. Genau. Nein, Ja. weder noch bei 0% ist natürlich traumhaft, ja. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Ich schaue mal, was sich in den Fragen getan hat. Ich habe jetzt zwei Pools. Erlaubt mir kurz, meine Multitasking-Fähigkeit unter Beweis zu stellen. So, ich habe einmal den Chat und einmal die Mails. So, und ja. Die erste ist allgemein, finde ich gut. Ich lese einfach mal vor, so wie es da steht. Wie genau ist die Schnittstelle eurer beiden Unternehmen, ihrer beiden Unternehmen? Höflichkeit muss sein. Wo ist der Unterschied? Also ich verstehe das so. Deckung und wo sagt man, wo geht man eher zum Alexander und wo eher zum Jens und warum? Jens, go. Ich glaube, wenn man aus dem technischen Bereich eher kommt, SAP-Basis, SAP-Security-Team, dann ist, glaube ich, Alexander und SmarterSec der erste Ansprechpartner. Wenn man dann, je weiter man in Applikationsthemen reinkommt, Applikationssicherheit, das fängt, sage ich mal, so die Schnittstelle ist so ein bisschen vielleicht Berechtigung. Ne? Ich meine, Alexander, ihr deckt teilweise das Thema Berechtigungen ab. Was ja auch bedeutet, man schränkt Benutzer darin ein, was sie tun können. Berechtigungen gestalten ja sozusagen Geschäftsprozesse mit oder das ist die Implementierung der gewünschten Prozesse. Da ist dann die Schnittstelle in der einen Form, dass also wir betrachten Berechtigungen teilweise aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Einmal das Berechtigungskonzept an sich. Hier versucht man Zugriff zu minimieren und Zugriffe auf kritische Kombinationen, also dieses Vier-Augen-Prinzip, Segregation of Duty, versucht man das zu implementieren. Und da gibt es meistens dann aber noch Restrisiken. Also man kann nicht alles verbieten und man kann auch nicht vermeiden, dass es nicht Konflikte gibt in Berechtigungen, die Benutzer haben. Also ein Benutzer kann dann, sowohl bleiben wir auf dem technischen Bereich, kann Benutzer anlegen und kann auch noch die Rollen, die der hat, vielleicht sogar noch verändern. Da ist dann keine Trennung von Aufgaben in, wie gestalte ich Rollen und Berechtigungen und wie mache ich Benutzerverwaltung gegeben. Ist häufig der Fall, auch in Geschäftsprozessen, Kreditoren, Lieferanten irgendwie anlegen und eine Rechnung anlegen. Und wir können
Jetzt auf der RemQ-Seite können wir dann gucken, wurden diese zu viel Berechtigungen sozusagen ausgenutzt. Ne? Gab es da Fälle und wir haben dann ein feingranulares Monitoring, um Verletzungen dieser Zugriffseinschränkungen sozusagen festzustellen. Wie gesagt, das sind keine technischen Verletzungen, weil das Berechtigungskonzept funktioniert. Das ist dann eher zu viele Berechtigungen und zu viele Rollen und Profile, die da in dem SAP-System vorhanden sind und sind einfach zu viel zugewiesen worden, weil jemand Jobs wechselt und die alten Berechtigungen wurden nicht entzogen zum Beispiel. Apropos fachlicher Austausch, kurze Idee, das nochmal zu verlinken, weil wir das heute noch so präsent haben. Wer auf LinkedIn ist und Focus Labs mal besucht hat und uns folgt und zufällig auch noch aus dem Raum Frankfurt ist, das ist, ich sage jetzt mal, die Community. Jens, vielleicht erzählst du mehr darüber, an Experten, die sich hier zum Thema Compliance, Sanktionen, KYC, AML, Trade Compliance zusammenschließen. Magst du ein bisschen was darüber erzählen, worum es da geht? Also es ist gar nicht unsere Initiative, ist aber eine Sache, die, glaube ich, uns auch sozusagen am Herzen liegt. Geht ganz grob, wir würden das bei uns im Produkt, würden das Business Partner Screening nennen. Also mit wem mache ich Geschäfte auf der Kunden, aber auch auf der Lieferantenseite. Ein Teil unseres Produktes ist da Sanktionslisten Screening. So sind wir in Kontakt gekommen mit der ACSS, nennt sich Association of Certified Sanction Specialists. Sanktionen natürlich ein großes Thema seit spätestens Ukraine, seit 2 Jahren ungefähr und betrifft eigentlich alle Unternehmen. Also sobald man zum Beispiel Geldzahlungen irgendwie in US-Dollar empfängt oder zahlt, zum Beispiel fällt man auch automatisch unter das US-Sanktionsregime und die sind da wirklich hart, die greifen da auch durch. Also ein definitives Thema, was für alle Unternehmen interessant ist. Das ACSS hat jetzt auch lokale Initiativen, gibt es bereits in verschiedenen Ländern und jetzt hier in Deutschland. Das erste ist das Frankfurt Chapter, wo sich Sanktionsspezialisten aus verschiedenen Industrien auch treffen. Viele natürlich aus dem Bankenbereich und Finanzdienstleistungen, aber auch aus der Industrie. Und wir würden das, glaube ich, gerne unterstützen, dass da so eine Community entsteht, einfach zum Austausch von Informationen und um so ein eigenes Netzwerk auch aufzubauen. Also gibt es einen Post von der ACSS, kann man gerne an, erste Veranstaltung ist, glaube ich, im März geplant. Ist auch erstmal kostenlos. Erstmal, ob man dann später Mitglied wird bei der ACSS, ich hoffe, es ist eine gute Sache, sieht man dann. Aber ist auf jeden Fall eine empfehlenswerte Sache. Ja, klingt sehr gut. Optimal, ich musste verschmunzeln. Chapter Frankfurt. Ja, genau. Chapter Frankfurt, so ein bisschen die Hells Angels der Compliance, so habe ich jetzt in meinem Kopf irgendwie drüber gescherzt. Okay, die Guten, genau. Ich wechsle mal retour in unsere Fragen. Ich habe hier eine spezielle, die richtet sich meiner Ansicht nach an dich, Alex, und zwar: Einige der von Ihnen erwähnten Industriestandards scheinen nur in deutscher Sprache verfügbar zu sein. In dieser Runde könnte man sagen, kein Thema. Der DSGE-Audit-Leitfaden zum Beispiel. Gibt es das auch in Englisch für internationale Teams? Ja, stimmt. Es gibt immer mehr Unternehmen, wo das ein Mischmasch an Menschen ist, die nicht unbedingt, also die Englisch als sozusagen als Unternehmenssprache haben. Absolut, ja. Wir wachsen immer mehr zusammen in der Internationalisierung. Von daher, gute Frage. Die DSAG-Prüfleitfäden gibt es laut meinem Wissen nur in deutscher Sprache. Auch der S/4HANA-Guide ist nur in deutscher Sprache verfügbar aktuell. Wir zum Beispiel haben in unserem Produkt das Ganze natürlich unser Produkt ist in Englisch. Die komplette Übersetzung haben wir praktisch schon übernommen für unsere Kunden, weil wir eben auch internationale Kunden bedienen. Und wir eben auch natürlich, das sind die Standards, die trotzdem am Markt gelten, auch wenn sie auf Deutsch sind. Alle gucken eigentlich weltweit auf Walldorf, was passiert in Walldorf und in der Umgebung in Deutschland mit den verschiedenen Partnern. Und da ist eben die DSAG auch Vorreiter tatsächlich mit ihren Standards. So die Frage, also Antwort meines Wissens aus, nein. Man kann sich die ganzen Standards bei uns, wie gesagt, in englischer Sprache in unserem Produkt hinterlegt, auch entsprechend anschauen, beziehungsweise in der Zusammenarbeit mit uns kriegt man alles auf Englisch, was notwendig ist. Sehr gut. Ich habe hier vorgelesen, die ist ein bisschen salopp. Ich kann mir das vorstellen, dass es da auch ein bisschen so Grata und Departments gibt innerhalb von Unternehmen. Da schreibt jemand, bei uns wird SAP-Sicherheit als etwas, sagen wir mal, Lästiges angesehen, vor allem von nicht-technischen Abteilungen und manchen Vorgesetzten. Etwas, in das die Leute nur ein Minimum an Aufwand und Geld investieren wollen. Da kann ich mir gut vorstellen, wie kann man da intern argumentieren? Das ist so, nein, Chef, das ist wirklich wichtig.
und man sagt dann, ja, ist doch gut, wir haben das schon alles getan. Was ist da die Argumentation dafür, würdest du sagen? Jens, was meinst du? Ja, ich glaube, am besten kann man mit Fakten und Zahlen sozusagen argumentieren, die man aus dem eigenen SAP-System vielleicht sogar gewinnt. So ein Beispiel, eine Kontrolle, die wir haben, sind Zahlungsbedingungen. Wir überwachen, wenn Rechnungen eingehen, ob die Zahlungsbedingungen mit den Stammdaten oder mit einer Bestellung übereinstimmen etc. Und manchmal enthalten die Eingangsrechnungen einen Rabatt nicht, der vereinbart wurde, vielleicht im Vertrag. Und so kann man halt Dinge finden, die richtig Geld kosten, also wirklich Euro, direkt, die sich auf dem Bankkonto dann auch widerspiegeln. Und Alexander, ihr bietet ja auch eine Teststellung sozusagen an, also eine Probebetrieb irgendwie, wo man dann auch Ergebnisse, die für die eigenen Systeme gelten, erzielen kann. Und wenn wir das machen, bekommt man da wirklich Eurobeträge raus. Ja, also man weiß genau, okay, mögliche doppelte Rechnungen oder sogar echte doppelte Rechnungen, falsche Zahlungsbedingungen etc. Und das finanzielle Risiko oder die finanziellen Verluste betragen genauso viel Euro. Ja, vielleicht also da ergänzen. Also das Thema Fakten ist da, glaube ich, relativ wichtig. Man muss dem Management schon beweisen, man hat hier tatsächlich ein Problem. Das Ganze irgendwie auf fundierten Grundlagen sollte das Ganze auch passieren. Wir machen da auch die entsprechenden Risikoanalysen zum Beispiel für unsere Kunden. Das heißt, mal einen Status quo ermitteln. Das ist natürlich dann immer natürlich auch mit sehr, sehr viel Know-how verbunden. Ja, oftmals sind es ja auch Kombinationen aus Schwachstellen, die überhaupt erst eine richtige Bedrohung darstellen für das Kundensystem. Und wir gehen eben so weit, dass wir zum Beispiel auch in klassischen Penetration-Tests, was man ja auch am Markt kennt, bis dahin gehen, dass wir entsprechend die Schwachstellen nicht nur analysieren, sondern auch Exploits bauen, um dem Management auch zeigen zu können, Mensch, wenn ich jetzt hier das weitere Knöpfchen drücke, fahre ich dein SAP-System runter, willst du das, ja? Und das sind eben, denke ich, dann durchaus valide Argumente, um mal auch zu zeigen, es ist Handlungsbedarf tatsächlich da. Zudem passt auch die nächste Frage grundsätzlich, also weitergedacht zumindest, Stichwort Patches und die Installation von neuen Sachen und dann eigentlich mitunter nicht die Manpower zu haben, das sofort dann wieder zu prüfen. Gibt es eine Lösung, wenn man Self-Security-Patches nicht regelmäßig installiert, wenn man sich denkt, ich möchte mir die Arbeit des Testens nachher sparen? Kann man das in irgendeiner Form automatisieren? Self-Security-Patches automatisieren ist sehr, sehr schwierig. Ich bin auch mit meinem Team seit Längerem an dem Thema dran. Aber das ist ein extrem schwieriger Prozess tatsächlich, das Ganze vollständig zu automatisieren. Was man machen kann oder was wir auch machen mit kleinen Tools, die wir im Einsatz haben für unsere Kundenprojekte, ist, dass wir eben schauen, welchen Impact hat der Patch, den ich in mein System einspiele, tatsächlich, was sind die Endpunkte, die da getriggert werden. Und so können wir eben auch rausfinden, was muss denn tatsächlich getestet werden. Also es muss nicht immer alles getestet werden, sondern manchmal sind es auch nur spezifische Endpunkte tatsächlich. Das können wir für den Kunden rausfinden, dadurch die Aufwände enorm minimieren. Eben bis dahin gehen, dass wir auch sagen, das und das sind die optimalen Tester, weil die eben die Funktionen entsprechend regelmäßig nutzen und sich auch den meisten Wissenschaftler tatsächlich darüber haben. Also es gibt Möglichkeiten, aber das Ganze vollständig zu automatisieren. Wenn es einer kann, soll er mich gerne abholen, würde mich interessieren. Ich gebe deine Kontaktdaten, Martin. Das heißt, du sagst, die eierlegende Wollmilchsau nicht, also alles super Magic, aber es gibt durchaus Punkte, wo man sagt, man kann sich das Leben erleichtern, ne, indem absolut, ja. Die Überprüfung einsetzt. Okay, ich nehme das als Stichwort, ich check nochmal ganz kurz den Chat, da ist nichts drinnen. Wenn noch Fragen offen sind oder einem später, so Stichwort, man liegt im Bett und denkt über das Leben nach, noch Fragen einfallen, dann gerne an labs@focuslabs.com. Wir verteilen das verlässlich, nichts geht verloren. Es geht dann entweder an Alexander oder an Jens, beziehungsweise an beide, und die entscheiden dann, wer sich da spezialisiert fühlt und zurückkommt. Ansonsten gerne Direktaufnahme auch via LinkedIn, wenn das sympathischer ist. Wenn es Inputs gibt zu Webinaren und zu Themen, die Sie besonders interessieren, muss ich sagen, das hätten wir gerne aufbereitet, gerade im Thema Compliance beispielsweise oder auch Fraud Prevention. Lassen Sie uns das wissen. Wir bereiten was auf und holen Sie ab. Meinerseits war es das. Alexander und Jens. Ja, vielen herzlichen Dank auch Stefan für die Moderation, für die ganzen Fragen, die Umfragen. Ja, super. Ich habe nur Danke zu sagen für die Einladung, für die Möglichkeit, das Thema mit euch zusammen näher zu bringen.
Und ja, vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Alexander, nochmal besonderen Dank für dich. Ich denke, sehr wichtiges Thema, dass das jeder Kunde auf dem Radar haben sollte. Und vielleicht tauchen wir nochmal in eines dieser vielen Gebiete der Solution Map im Detail ab und erforschen, was das genau bedeutet. Ja, Irgendwann super. mal. Genau. Where no man has gone before, hat der Mark Kirk gesagt. In diesem Sinne, bis Sehr dann. gerne. Vielen Dank, alles Gute. Ciao. Ciao.